Vielen Dank und hallo. Ich habe, wie ihr sehen könnt, eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Das sind über 20 Folien, aber keine Sorge, viele Bilder und wenig Text. Aber wen es interessiert, der kann diese Präsentation später von mir gerne bekommen. Ich fange an, also so eine kurze Einführung dann zum Phänomen Klimawandel, induzierte Migration, wovon sprechen wir? Was sind das für unterschiedliche Formen? Und dann noch kurz auf die Frage, wie kann man praktisch und politisch mit diesen Herausforderungen, die sich da an vielen Stellen der Welt stellen, umgehen? Kurz zur Einführung, das ist den meisten von uns sicherlich bekannt. UNHCR und andere UN-Organisationen sprechen davon, dass 65,3 Millionen Menschen derzeit auf der Flucht sind. Das Interessante hier und jetzt auch in unserem Kontext ist, dass nur in Anführungsstrichen 21,3 Millionen von diesen Menschen Flüchtlinge im internationalen völkerrechtlichen Sinne sind. Das heißt Menschen, die eine internationale Grenze überquert haben. Im Umkehrschluss heißt es, dass über 40 Millionen Menschen innerhalb ihrer eigenen Staaten als Binnenflüchtlinge, als Vertriebene unterwegs sind. Ja, mehr als die Hälfte der Flüchtlinge sind Kinder und ja, das finde ich auch immer noch, steht ja da aber prägnant, im Durchschnitt werden täglich 34.000 Menschen durch Gewaltkonflikte und Verfolgung in die Flucht gezwungen. Das schließt aber sowohl die Binnenflüchtlinge als auch diejenigen Menschen mit ein, die über eine Grenze müssen. Auch spannend, gerade im Kontext der europäischen Perspektive und Diskussion, 9 von 10 Flüchtlingen leben in sogenannten Entwicklungsländern. Ich sage jetzt nicht jedes Mal, bevor ich das Wort Entwicklungsland benutze, so genannt, aber tatsächlich soll hier schon klar sein, dass wir hier von nicht, also dass ich nicht von Ländern rede, die schlecht entwickelt sind in einem soziokulturellen Sinne, sondern von Niedrigeinkommensländern. Ja, 9 von 10 Flüchtlingen leben in Entwicklungsländern, über 80% aller Flüchtlinge sind außerhalb Europas zu finden. Die nächste Folie ist eine Karte, die ist schon etwas älter, aus dem Atlas von Le Monde Diplomatique zu Klimawandelfolgen entnommen. Weshalb diese Karte hier ist, also soll vor allem aufzeigen, die unterschiedlichen Farben sind unterschiedliche Phänomene, mit denen der Klimawandel auftritt und in deren Folge Menschen in die Migration gezwungen werden. Ich gucke jetzt mal kurz auf das. Ah ja, okay, super. Das klappt. Also was, das Grüne im Norden ist das Abschmelzen der Polkappen. Die blauen Punkte sind Überschwemmungen, die an großen Deltas immer häufiger geschehen. Gelb, Wüstenbildung und Dürren. Und dann im hell lila die gefährlichen Zyklone und Hurricanes, die dieses Jahr auch schon in der Karibik und an anderen Stellen der Welt zu bemerken waren, mit extrem hohen Verlusten zum Teil. Zum Klimawandel als wissenschaftlichem Ereignis möchte ich auch nicht so viel sagen. Interessant ist aber doch, dass die Erwärmung, die Welterwärmung seit Beginn der Industrialisierung im Durchschnitt um 1 Grad Celsius zugenommen hat. Das ist extrem in sehr kurzer Zeitspanne, also seit den 70er Jahren können wir diese Erwärmung feststellen. So schnell hat sich auch zu Zeiten von, also zu den großen Eiszeiten und den Klimaveränderungen, die die Welt insgesamt geprägt haben, die Temperatur nicht verändert und stellt die Ökosysteme extreme Herausforderungen. Diese Grafik ist recht interessant, die kommt aus dem International Displacement Monitoring Center, das zusammen mit dem norwegischen Flüchtlingsrat einmal im Jahr eine spannende Publikation herausgibt, die Vertreibung anzeigt auf der Welt und die unterscheiden zwischen Vertreibung und Flucht, die infolge von Klimawandel und Umweltereignissen stattfindet, und Gewaltkontexten. Und das hier ist eben die Frage, die Karte zu Umweltereignissen. So. Dieses IDMC hat herausgefunden, dass in den letzten Jahren, seit 2008, im Durchschnitt
24 Millionen Menschen aufgrund von Umweltereignissen ihre Heimat mindestens kurzweilig verlassen mussten. Wenn ich sage mindestens kurzweilig, heißt das, dass auch viele Menschen längerfristig gezwungen sind zu, oder sozusagen nicht in ihre Heimat zurückkehren können. Und hier seht ihr also in den unterschiedlichen Schraffierungen die unterschiedlichen Ereignisse, die Menschen 2014 gezwungen haben zu gehen. Das sind vor allem Überflutungen und Stürme. Es handelt sich aber auch gerade im südlichen Afrika und im zentralen Afrika um extreme Hitzewellen und Dürren, die dazu führen, dass Menschen eben ihr Leben nicht mehr auf dem Land erwirtschaften können. Rückgang von Ernteerträgen, Desertifizierung, Bodenerosion, davon sprechen wir gleich noch detaillierter. Wichtig an dieser Stelle ist mir vor allem zu sagen, Klimawandel oder zumindest Umweltereignisse, die Menschen in die Flucht treiben, sind kein Zukunftsszenario, sondern schon heute ein akutes, extremes Problem. Und der zweite Punkt, es ist tatsächlich auch so, dass zum Beispiel 2015, trotz der Krise, die wir im Nahen Osten erlebt haben und der Kriege auf Jemen und so weiter, mehr Menschen durch umweltextreme Ereignisse vertrieben worden sind als durch Konflikte. Dann habe ich jetzt hier noch zusätzlich gerade letzte Woche eine Statistik gefunden, wo festgestellt worden ist, dass allein in den ersten 6 Monaten dieses Jahres 4,5 Millionen neue Binnenfluchtsituationen entstanden sind durch 350 Umweltereignisse weltweit. Also bis Juni, da waren noch nicht die Überflutungen, die wir jetzt in Bangladesch, Nepal und Indien bezeugen mussten dabei und auch nicht die Hurricanes, die über die Karibik und Amerika hereingebrochen sind. Das hier sind einfach nochmal 2 Aufnahmen von extremen Wetterereignissen. Wir sprechen ja hier auch über den Klimawandel. Es ist tatsächlich schwierig zu differenzieren, wo ist es ein Klimawandelereignis und wo ist dieses Wetterextrem singulär auch einfach ein Phänomen, das sich auch ohne den anthropogen gemachten Klimawandel ereignet hätte. Nicht in die Statistik hineinrechnen darf man deswegen Erdbeben und andere geologische Ereignisse, geophysikalische Ereignisse. Aber was schon klar ist und was fast auch niemand mehr in Abrede stellt, ist, dass die Intensität und die Häufigkeit der Wetterextreme, die wir bezeugen, dem Klimawandel anzulasten sind. Seit 2008, das finde ich auch mal noch eine eindrückliche Zahl, haben Fluten und Stürme über 175 Millionen Menschen in den Entwicklungsländern heimatlos gemacht. Und eins der Länder, ist das erste langsam schleichend sich vollziehende Klimawandelereignis der Meeresspiegelanstieg, unter anderem durch die Temperaturerwärmung dehnt sich auch das Wasservolumen aus, die Gletscher schmelzen ab, also auch dadurch steigt der Meeresspiegel in unterschiedlichen Regionen der Welt unterschiedlich stark. Auf dieser Karte einmal abgebildet ein Atoll im Pazifik, das sind sozusagen die ersten Regionen der Welt, in denen Inseln verschwinden, schon heute unbewohnbar sind und Menschen von ganzen Staaten zur Umsiedlung gezwungen sind, wo sich dann die Frage stellt, was passiert eigentlich, wenn ein Land wie Tuvalu umsiedeln muss, weil das Territorium nicht mehr bewohnbar ist. Besteht der Staat dann fort, wenn zum Beispiel in Fidschi Asyl gesucht werden kann oder wenn in Fidschi Land erworben wird, auf dem dann die Menschen leben, ist es dann noch das eigene Land oder der eigene Staat Kiribati oder eben nicht? Diese Fragen stellen sich bei einem Meeresspiegelanstieg von 2 Grad, bei einem Meeresspiegelanstieg und einer Temperaturerwärmung von 2 Grad geht man von einem Meeresspiegelanstieg von etwa 20 bis 50 Zentimetern aus. Das kann schon bis Mitte dieses Jahrhunderts erreicht werden. Und wenn wir momentan klimapolitisch sehen, was sich da gerade tut, dann
ist da auch kein Anlass, optimistischere Prognosen in den Blick zu nehmen. Dann sind diese Metropolen hier, also hier zum Beispiel Kalkutta, Dhaka, Shanghai, aber auch Tokio, Jakarta, Bangkok und so weiter, unmittelbar von Meeresspiegelanstieg betroffen, mit extremen ökonomischen Schäden konfrontiert. Also diese Zahlen, die ihr davor seht, 2,9 zum Beispiel unter New York, das sind die Wirtschaftsgüter oder die wirtschaftlichen Verluste, die prognostiziert werden für einen Meeresspiegelanstieg um ca. 20 bis 50 Zentimeter bis zum Jahr 2070. Das heißt also, nicht nur Entwicklungsländer sind betroffen, gerade in den anderen Regionen, industrialisierten Regionen, werden die Schäden aufgrund der ökonomischen Infrastruktur sehr viel höher sein. Aber tatsächlich ist es so sozusagen kaum vermeidbar, dass Umsiedlung und Rückzug aus diesen Deltas die Folge sein werden. Vielleicht so kurz dazu. Ein Land, das besonders auch vom Meeresspiegelanstieg schon heute in vielen Regionen betroffen ist, Bangladesch. Ich hatte es gerade schon erwähnt, dass auch dieses Jahr massive Überschwemmungen schon aufgetreten sind. Gar nicht mal unbedingt im Süden, sondern bedingt durch die Tatsache, dass da eben auch zwei Ströme, also Ganges und Brahmaputra, sich in diesem Land manifestieren, ist das Land eigentlich häufig auch im Inneren überschwemmt. Also das gehört auch im Prinzip zur regulären Entwicklung dazu. Es ist nur so, dass diese Überschwemmung immer häufiger kommt und das Wasser dann auch nicht mehr abfließt. Das ist das eine. Und dann haben wir hier unten im Süden Bereiche, die heutzutage regelmäßig überschwemmt sind. Das ist ungefähr ein Drittel des Landes, wo das Wasser sich aber auch zurückzieht, aber dann immer auch etwas Landfläche sozusagen mitnimmt. Und bis 2035 geht man davon aus, dass diese Landfläche unwiderruflich verloren sein wird. Und jetzt sind das Regionen, die stark besiedelt sind. Also Bangladesch ist eines der am stärksten besiedelten Länder der Welt. Es hat eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. Ich meine, dass da 156 Millionen Menschen leben, aber es können auch noch mehr sein. Und über ein Drittel dieser Bevölkerung ist mindestens einmal im Jahr davon oder dazu gezwungen, die Heimat zu verlassen. Die Heimat heißt jetzt aber eher so, das Feld kurz aufzugeben oder das Haus und Schutz zu suchen. Jetzt kann man sich aber vorstellen, dass in einem Land, das so dicht besiedelt ist und das fast überall von der indischen Grenze umgeben ist, die internationale Migration nach Indien durchaus häufig ist und vorkommt. Auch in dem Fall, wenn, was in Bangladesch eigentlich die Regel ist, Menschen besonders arm sind und eigentlich nur kurze Distanzen zurücklegen können, weil ihnen die Mittel fehlen, um jetzt größere Wege zurückzulegen. Das heißt also, gerade für Menschen, die jetzt hier leben, zum Beispiel, ist es einfach näher in Kalkutta Schutz zu suchen, als nach Dhaka zu gehen ins Landesinnere. Und so kommt es dann zu internationaler Klimamigration. Wie schützt sich jetzt ein Land wie Bangladesch gegen diese massiven Klimawandelfolgen? Da ist es so, dass die Regierung tatsächlich in den letzten 10 Jahren ganz massive Anpassungsmaßnahmen vorangetrieben hat. Hier unten kann man sehen, das sind sogenannte Cyclone Shelter. Das sind so richtige Betonblocks, in denen die Menschen im Fall einer drohenden Überschwemmung über Radio oder Handy von lokalen Regierungen gewarnt werden, dass so eine Flut im Anmarsch ist. Dann muss man sich das so vorstellen, dass sie ihr Vieh hier unten unterstellen können und im ersten Stock Schutz suchen. Und dann nach 3-4 Tagen, wenn die Flut sich zurückgezogen hat oder manchmal auch nach 2-3 Wochen, zurückgehen können und schauen, was von ihrem Land noch übrig ist. Oft ist es nichts, was noch übrig ist, und vor allem sind auch die Ernten verloren. Das heißt, so ein extremes Wetterereignis erhöht die Vulnerabilität
von Betroffenen nochmal enorm. Es kann schon sein, und das ist eigentlich häufig auch so, dass die Betroffenen dann nochmal zurückgehen und einen Neuanfang wagen, sozusagen auf dem Land, falls es noch da ist, und sich nochmal sozusagen darauf einlassen, Landwirtschaft da zu betreiben. Nach der zweiten oder dritten Flut kann man aber selten zurückkehren, weil es auch einfach die Ressourcen nicht gibt, um nochmal neu zu starten. Dann ist die Migration in die Stadt oft die Folge. Und in Dakar kommen jede Woche 3.000 bis 5.000 Menschen an vom Land, denen sozusagen ihr Hab und Gut durch diese Extremwetterereignisse, durch den Klimawandel geraubt worden sind. Das sind dann keine Migranten, die mit den besten Startvoraussetzungen ankommen, sondern extrem arme Menschen, die auf extrem schwierige Bedingungen stoßen, weil also Dakar von Slumgürteln durchzogen ist, die dann wiederum auch häufig an, also durch ihre Infrastruktur besonders vulnerabel gegenüber Wetterereignissen sind. Das kann man sich gut vorstellen, also da, wo keine Kanalisation ist, da, wo es keinen Strom gibt, wenn dann plötzlich sehr viel Wasser durch diese Regionen gespült wird, dann sind die Menschen wirklich so mit Leib und Leben tödlichen Risiken ausgesetzt. So, jetzt das alles, also da haben wir überall zu viel Wasser, deswegen Anstieg und Stürme und Fluten. Und das andere Extrem ist eben die schleichende Wüstenausbreitung, Bodenerosion, Dürren, die ebenfalls zur Vertreibung führen, insbesondere in Afrika, aber tatsächlich auch in vielen anderen Regionen der Welt. Das kann man hier sehen. Auch Europa ist von dem Rückgang von Bodenfruchtbarkeit stark betroffen, weil zum Beispiel auch die Fehler, also das ist jetzt nicht nur der Klimawandel, der sich hier abbildet, sondern zum Beispiel auch die fehlerhafte oder umweltnachteilige Bewirtschaftung der Böden durch starkes Düngen, was die Rohstoffe, die Nährstoffe aus dem Boden treibt. Tatsache ist aber auch, knapp 800 Millionen Menschen auf der Welt leiden unter chronischem Hunger. Ich glaube, die Zahlen sind derzeit sogar noch höher. Neulich hat die Welternährungsorganisation neue Statistiken ausgegeben. Durch Krisensituationen, wie wir sie im Jemen oder im Nahen Osten erleben, werden Menschen auch gezielt ausgehungert als kriegsstrategische Waffe oder Maßnahme. Das fällt hier nicht hinein in diese Zahl, die ich gerade genannt habe, muss man aber auch zusätzlich berücksichtigen. Von den 800 Millionen Menschen, die chronisch Hunger leiden, wenn wir diese Zahl in Relation stellen zu dem, was ich auf dem ersten Slide gezeigt habe, nämlich dass nur in Anführungsstrichen 61,5 Millionen Menschen auf der Flucht sind, kann man im Umkehrschluss nicht sagen, wer Hunger hat, wird zum Flüchtling oder zum Migranten. Vielmehr ist es so, dass die Menschen, die eigentlich nichts zu essen haben und an anderen Stellen nach dem Essen oder nach Ernährung suchen könnten oder nach Schutz oder sollten, dass die eigentlich nicht in der Lage sind, ihre Herkunftsregionen zu verlassen, weil ihnen auch die körperlichen Ressourcen fehlen und die finanziellen. Und man spricht in dieser Situation von sogenannter Trap Population. Das ist einmal diejenigen, die sich nicht leisten können, von A nach B zu kommen. Und es sind andererseits auch Menschen, wie zum Beispiel auf den, jetzt zurück zum steigenden Meeresspiegelanstieg, auf den Atollen, wo der Zentralstaat zu weit weg ist, um zu bemerken, dass da jemand ganz exponiert ist und vor der Springflut sich einfach nicht in Sicherheit bringen kann, weil es einfach keinen Schutzort in der Nähe gibt. Dazu zurück ein ganz einprägsames Beispiel ist der Tschadsee. Da sieht man auf dem ersten Bild, wie groß der 1963 war. Ich glaube, so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Und heute ist er wesentlich kleiner als Berlin-Brandenburg. Der ist ich glaube, der ist nur noch 15% seiner ursprünglichen Fläche von 1960 so ungefähr vorhanden. Es ist ein See, der zentral ist für die Wasserversorgung in der Region um Tschad, Kamerun, Niger und Nigeria. Es ist jetzt nicht so, dass nur der Klimawandel und die globale Erwärmung dazu beigetragen haben, dass der See so klein wird, aber, oder geworden ist.
Vielmehr ist es so, dass die Temperaturerwärmung in der Region einen höheren Wasserbedarf erfordert hat, zum Beispiel um die ländlichen Regionen drumherum zu versorgen mit Wasser. Also Ernte ist wasserintensiver geworden durch die Temperaturerwärmung, die übrigens in der Region bei wesentlich mehr als einem Grad liegt. Dann ist es so, dass durch diese Temperaturerwärmung die Verdampfung oder die Kondensation des Wassers schneller voransteigt, die Wasserentnahme höher ist und immer mehr Menschen in der Region auf diesen Fluss, auf den See zugreifen, während gleichzeitig die Gewässer, die Flüsse, die den See eigentlich mit Wasser versorgen, immer weniger Wasser mitbringen. Das sind also ganz unterschiedliche Zusammenhänge. Der Tschadsee, aber auch der Krieg um Syrien oder in Syrien werden immer wieder als Beispiele angeführt. Klimawandel verursacht große Konflikte und Krisen. Also an den Zusammenhängen können wir vielleicht später auch nochmal diskutieren. Hier ist jetzt gerade leider nicht die Zeit. Es ist aber tatsächlich so, dass aufgrund der immer weniger oder immer kleiner werdende Möglichkeit, Landwirtschaft um den See herum zu betreiben, aber trotzdem sehr viele Familien da sind, die Einkommensmöglichkeiten einfach zurückgegangen sind. Und wenn radikalisierte Gruppen wie Boko Haram da rekrutieren, ist die Anfälligkeit für Menschen, da sich anzuschließen, wesentlich höher geworden. Also diese Zusammenhänge gibt es durchaus. Das sind nochmal zwei Bilder, die auch illustrieren, es ist tatsächlich nicht nur der Klimawandel, auch Landgrabbing, also große industrielle Landnahme und dann die industrielle Bewirtschaftung mit Nahrungsmitteln oder ja, zum Beispiel was weiß ich, Biobenzin oder so, die Bioethanol, das dann nicht für den Nahrungsmittel zur Nahrungsmittelversorgung verwendet wird, führen auch dazu, dass immer weniger Flächen für Anbau zur Verfügung stehen, gleichzeitig immer intensiver bewässert wird und so dann immer weniger Wasser für die Menschen zur Verfügung steht. Diese Grafik ist was für zu Hause, falls jemand die Präsentation mitnehmen möchte, ich möchte nur kurz zeigen. Also die Migration findet immer, das ist ein soziologisches Modell, findet immer in einem Kontext statt. Hier die Makroebene, politische, demografische, wirtschaftliche, soziale und Umweltrahmenbedingungen, in denen ein Individuum sich entscheidet, ist es hier gut für mich zu leben oder gibt es Gründe, weshalb ich gehen sollte. Und dann spielen eben auch noch meine persönlichen Voraussetzungen oder intervenierende Barrieren eine Rolle. Was ist damit gemeint? Zum Beispiel Wirtschaft, es gibt keine Arbeitsplätze, ich bin aber gut ausgebildet und ich habe ein Visum für einen Drittstaat, in dem meine Arbeitskraft genutzt wird. Die Entscheidung, ich emigriere, fällt relativ einfach. Anders, es gibt keine Arbeitsplätze, ich habe aber leider auch keinen höheren Schulabschluss und mein Staat reguliert Migration vielleicht schon vom Land in die nächste Stadt. Oder es gibt keine Visa, sodass ich gezwungen bin, in der Region zu bleiben. Oder ich bin alt, ich bin krank, oder ich habe Familie, Menschen, die ich nicht zurücklassen kann. Wir sehen das ja auch, lebe ich in einem Rechtsstaat, der mich möglicherweise schützt und entschädigt, wenn ich einem Umweltrisiko ausgesetzt bin, dann ist es vielleicht nicht so schlimm, wenn die nächste Flut kommt. Bleibe ich aber mir selbst überlassen und muss mich alleine schützen, dann ziehe ich vielleicht einen Umzug eher in Erwägung. Also all diese Faktoren, die spielen immer in eine Migrationsentscheidung hinein und jetzt kommt der Klimawandel mit seinen Einflussfaktoren noch massiv hinzu und so erklären die Soziologen im Prinzip Migration im Kontext Klimawandel. Das passt gut. Jetzt als Entwicklungsorganisation Brot für die Welt, die ich heute auch hier vertrete, werden wir immer wieder mit den Fragen konfrontiert, ja, ist Migration im Kontext Klimawandel nicht eigentlich eine Form von Anpassung? Ist es nicht super, wenn eine Person dann nicht in diesen Ungunstgebieten leben muss, sondern im Ausland dann eine Zukunft findet?
de facto ist gerade in dem Kontext, von dem wir hier gesprochen haben, also wenn besonders arme Menschen betroffen sind, die erfolgreiche Migration so gut wie nicht existent. Das würde nämlich bedeuten, dass es der Person und ihrer Familie besser geht als vorher, nicht nur physisch, sondern auch sozial, kulturell und ökonomisch. Das heißt, in den meisten Fällen sprechen wir von reiner Überlebensmigration. Und das ist häufig leider auch so, die erodierende Anpassungsmigration, also Nummer drei, wie ich es jetzt am Beispiel Bangladesch geschildert hatte, dass man vom Elend in die Hölle kommt, wenn man zum Beispiel in Bangladesch aus einer extrem armen ländlichen Situation in die städtische Agglomeration migrieren muss. Oder noch besser nach Indien, wo ich dann auch nach rassistischen Übergriffen ausgesetzt bin und kriminalisiert werde, weil ich keinen legalen Aufenthaltsstatus habe. Ein Sonderfall ist das Umsiedeln von Gemeinden, hatte ich schon kurz erwähnt. Das heißt Resettlement oder Relocation in diesem Kontext, nicht zu verwechseln mit dem Relocation von Flüchtlingen, was wir hier gerade haben, in Europa. Da geht es darum, wirklich das ganze Communities entweder innerhalb eines Landes umgesiedelt werden oder über Staatsgrenzen hinweg. Letzteren Fall gibt es noch nicht. Aber auch die Umsiedlung von Gemeinden ist extrem schwierig. Ich kenne kein einziges Beispiel, wo die Umsiedlung von Gemeinden, selbst da, wo sie freiwillig erfolgt ist, ein Erfolg war. Die Konflikte, die vorherzusehen sind und die Notwendigkeit, eigentlich so einen Prozess zu begleiten und vorzubereiten, die sind praktisch bisher nicht umgesetzt worden. Also ich kenne zumindest kein gutes Beispiel. Und dann gibt es eben die Trapped Populations, da sollte man immer einen Blick haben, wenn wir von Klimawandel und Flucht sprechen. Ist es zwar immer noch so, dass Migration infolge des Klimawandels eigentlich nur unzureichende Anpassung sein kann, und das ist auch zynisch, so davon zu sprechen. Gleichzeitig sollte man nicht aus dem Blick verlieren, dass wesentlich mehr Menschen eigentlich gehen können müssten, es aber nicht tun können. Das ist die Trapped Population. So, und warum sage ich jetzt, Klimaflüchtlinge gibt es trotzdem nicht, vor allem wenn ich anfangs gezeigt hatte, dass über 24 Millionen Menschen im Durchschnitt, im Jahresdurchschnitt vertrieben werden. Es liegt daran, dass es also völkerrechtlich einfach kein Instrument gibt, das anerkennt, dass diese Menschen einen besonderen Schutzbedarf haben. Also niemand, der über eine internationale Grenze flieht, gilt als vom Klimawandel verfolgt. Warum sage ich das? Weil die Genfer Flüchtlingskonvention einfach nur individuelle Verfolgungsgründe anerkennt. In der Folge werde ich jetzt dann auch oft gefragt, ja, wollt ihr denn die Genfer Flüchtlingskonvention für klimawandelbedingte Migration öffnen? Und die Antwort ist auch hier nein, weil die Genfer Flüchtlingskonvention eine Errungenschaft ist, aus der sich gerne viele Staaten wieder verabschieden würden. Das heißt, wenn man das jetzt öffnet und nochmal neu verhandelt, ist zu erwarten, dass viele Staaten die Gelegenheit nutzen, sich ganz aus dem völkerrechtlich verpflichtenden Schutzkanon zu verabschieden. Und das andere ist, dass ich hoffentlich auch schon jetzt ausreichend erklärt habe, dass die Kausalität Klimawandel und Migration nicht ganz eindeutig ist. Vielleicht noch ein Beispiel hierzu. Die Niederlande sind ähnlich exponiert zu Klimawandelfolgen, Meeresspiegelanstieg wie Bangladesch. Aber die Niederlande können sich wesentlich besser anpassen an Klimawandelfolgen und haben das technische und finanzielle Know-how, das auch zu tun. In den Niederlanden sind die meisten Leute entspannt. Wenn die jetzt sagen, ich gehe nach Spanien, weil es mir hier zu kalt und zu nass ist, und sich auch als Klimamigranten oder Klimaflüchtlinge begreifen oder bezeichnen, lässt sich das einfach nicht vergleichen. Das ist also super komplex und sehr, sehr schwierig. Ja, gut, das ist im Prinzip das hoffentlich, was ich gerade gesagt habe. Ja. Und das ist nochmal eine kurze Zusammenfassung. Gut, ich spare Zeit. So, und jetzt, was kann man machen? Da ist einmal praktisch. Tatsächlich die Notwendigkeit der Klimawandelvermeidung. Wir müssen den Klimawandel unbedingt aufhalten, so schnell als möglich und so radikal, wie es eben gehen kann. Gleichzeitig kann das keine Lösung sein. Selbst wenn wir von heute auf morgen aus der Kohle aussteigen und keine Emissionen mehr in die Luft blasen,
ist es so, dass die Atmosphäre wahnsinnig träge ist und wir haben ja schon jetzt klimawandelinduzierte Vertreibung. Das heißt, es muss also auch tatsächlich ein Schutzregime geschaffen werden. Wir müssen investieren in die Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit von Betroffenen und wir müssen die Verletzlichkeit von den betroffenen Menschen reduzieren. Das heißt auch klassische Entwicklungspolitik, die Armut bekämpft an dieser Stelle. Ja, so Anpassungsmöglichkeiten können wir dann eigentlich auch noch vielleicht diskutieren, aber dazu würden eben auch gehören, zum Beispiel Migrationspolitik in nationale Anpassungspläne integrieren, Mobilitätsmöglichkeiten schaffen. Auf internationaler Ebene versucht es politisch die Nansen-Initiative und die Plattform on Disaster Displacement, das ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Staaten, die da tatsächlich sich darüber unterhalten, wie können wir denn dem Phänomen gerecht werden. Bisher passiert da nicht so viel, das ist wirklich so ein Austausch und vor allem ist er unverbindlich, aber es ist schon mal enorm, dass Staaten wie Deutschland oder selbst die USA bereit sind, sich mit anderen Staaten wie Bangladesch und Indien darüber zu unterhalten, weil da ja natürlich auch eine Frage ist von Klimagerechtigkeit, so ein verstecktes Anerkennen dessen, dass diejenigen, die den Klimawandel im Wesentlichen verursacht haben, diejenigen sind, die jetzt Klimawandel, Migration eigentlich so gut wie gar nicht verzeichnen. Also im Umkehrschluss, die, die nichts damit zu tun haben, müssen die Sache jetzt ausbaden. Und deswegen ist dieser Raum, der hier entsteht, der von dieser Plattform on Disaster Displacement ermöglicht wird, auf politischer Ebene, also ein echtes Verdienst und erstaunlich eigentlich, dass es existiert. Im Rahmen der Klimaverhandlungen ist das ein Nischenthema, eben weil es auch ganz klar diese Konnotation mit wer hat eigentlich Schuld und wer braucht Unterstützung in sich trägt und gerade die Verursacherstaaten natürlich keine Lust haben auf derartige Eingeständnisse, weil sie in der Folge vermutlich auch finanzielle Implikationen haben werden, weil wer zahlt denn die Klimawandelanpassung am Ende für die Klimaflüchtlinge? Deswegen wird es so am Rande diskutiert im sogenannten Warschau International Mechanism. Wir haben jetzt dieses Jahr für Bonn keine großen Erwartungen daran, weil es eben außerhalb dieser Hauptverhandlungen thematisiert wird. Es gibt da eine Taskforce und die agiert eher im Hintergrund, aber sie tauscht sich auch dazu aus. Und das wird erst 2018 richtig spannend, ehrlich gesagt. Und die letzte Folie ist nochmal ein Hinweis darauf, dass es momentan auch von den Vereinten Nationen eine Initiative gibt, Global Compacts zum Thema Flucht und Migration einzurichten. Eigentlich war der Anstoß für diese Initiative die 2015 Flüchtlingsbewegung, die wir in Europa verzeichnet hatten, weil da klar geworden ist, ja, mit der Genfer Flüchtlingskonvention und dem bisherigen Regime ist eigentlich weder den Flüchtlingen Genüge getan, noch deren Schutz und die Staaten sind auch alle unzufrieden damit und deswegen wird jetzt auch gerade darüber verhandelt, wie kann ein Flucht- und Migrationsregime neu aufgesetzt werden und da sind eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass das ein positives Dokument wird oder positive Dokumente, die dann Impulse geben können für die Nationalstaaten, die Wahrscheinlichkeit ist meines Erachtens nach leider geringer als die, dass es zum Nachteil des jetzigen Flüchtlingsregimes gerät. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein guter Ansatz, da noch Lobbyarbeit zu machen und mit den Staaten in Dialog zu gehen. Und wer weiß, vielleicht kommt da was raus. So, dazu sage ich jetzt nichts mehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich komme von dem Verein AINI e.V. AINI, das sagt mir viel aus, es ist unsere einheimische Sprache, das heißt Austausch, Nehmen und Geben, und das wollen wir erreichen hier in Sachsen. Wir haben unsere Hauptsitz in Leipzig und in Dresden. Ich komme aus Bolivien und ich bin eine von den 7 Promotoren heißt Entwicklungspolitik und wir beschäftigen uns mit der Frage von Rohstoffgerechtigkeit. Einfach gesagt, in Sachsen, und wir gehen zur Schule, wir sind schon
Trainer an den Universitätsschulen, arbeite mit Lehrern, arbeite mit den Universitäten, bieten wir dort Seminare an. Und auf diese Art und Weise wollen wir die Thematik von Rohstoffen in den Entwicklungspolitischen Fragen noch hier bekannter zu machen. Zu meinem Hintergrund, kurz vor der Science, ist wichtig für mich, jedes Mal, wenn ich zu einer Veranstaltung komme, also ich komme von einer Bergwerksiedlung, also selber bin ich dort aufgewachsen. Ich habe die Schule beendet, mein Dorf 1000 Einwohner ungefähr, und wir haben Zink gefordert, und immer noch. Und ich würde das als Hintergrund zu meiner Präsentation euch erzählen, weil genau dort liegt die Problematik, was ich jetzt euch zeigen werde. Also, Bolivien kennt ihr, Südamerika, die liegen im ganz Zentrum von Südamerika und haben Grenzen mit, ja, wir sind Binnenland, wir haben keinen Zugang zum Meer. Und sieht so aus, geografisch. Tropische Teile, die gemäßigte Zone und hier oben, wo alles sich abspielt, was meine Präsentation angeht. Hier sind zwei wichtige Seen, Titicacasee, das wird gesagt, das höchste See der Welt, Titicacasee und die Popo-See. Und hier die Salzsee Uyuni, das ist ganz bekannt und darauf will ich auch eingehen. Also, es geht um diese mit Rot bezeichnete See. Ganz kleine See und das ist ein großes Einzugsgebiet. Könnt ihr auch vorstellen, in den Anden, in dem Plateau, da haben wir ein großes Einzugsgebiet und da spielen eine große Rolle mit Kakasee und dann noch ein Fluss. Dieser Abfluss wird hier Popo-See. Also kann man schon sehen, also die Kakasee, 8500 Quadratmeter ist es sehr groß und Popo-See, worum es heute geht, 3000 Quadratkilometer und dann gibt es noch dazu einen Abfluss, kommen hier zum Koipasa-See. Salzsee Koipasas und den wir dort auch ganz groß und danach kommt die Salzsee-Uyuni. Also, dieser See ist ein klares Beispiel für die Abtrocknung und von der Folge vom Klimawandel. Also 2015, in zwei Jahren, in den letzten Jahren, hat sich diese Popo-See sicher bekannt, ist ein Beispiel, das schon im Chart gezeigt hat, so vielen Folgen. Und ist komplett ausgetrocknet. Und 2015 wurde deklariert als ausgetrocknet. Also da war 2014, 2015 und Januar 2016 sah es so aus. Und die Entwicklung ganz schnell in 2015 und ist fast eine 15 Jahre. Es ist eine große See und es wurde immer wieder getrocknet, aber immer wieder gefüllt. Aber in so extrem wie jetzt, wo wirklich nicht mehr zurückkehrt, es passiert etwas, aber es wurde deklariert, dass ausgetrocknet. Und darum geht es. Und der Popo-See sah so aus ungefähr, als weil ich wohne in dem Gebiet. Also meine Minen und noch andere Minen, dass dort viele Rohstoffe abgebaut haben, sind in die nächste Stadt gefahren. Und da, man könnte immer vorbeifahren und dann einen Weg und dann die Natur sehen, ganz einfache Natur. Also viele Flamingos da, die vor Ort waren. Und danach, in 2015, Katastrophe eingekommen und dann viele Fische sind gestorben, also viele Vögel sind gestorben und könnte sich niemand erklären, warum oder dazu gekommen ist. Also, und in diesem Gebiet, in diesem Einzugsgebiet, hat eine Ethnie gelebt, wir haben 36 Ethnien in Bolivien, also das ist eine plurinationale Stadt und seit 2006 haben wir ein neues Präsident und da versuchen wir mal zu unserer Vergangenheit zurückzukehren, unsere Identität zu finden.
Und da haben wir herausgefunden, haben uns wieder mal gefunden und haben festgestellt, dass mindestens 36 Völker sind. Einer davon, die Ethnie Uru. Das sind mehrere Völker der Uru. Die haben immer mit Fischerei Feuerzeit gelebt. Und diese Völker haben so einfach gelebt. Da war ich am Rande vom Popo-See, ja, und die waren immer vor der Inka sogar, vor der Inka-Reich, haben sich angesiedelt und alle diese Einzugsgebiet. Und bis vor kurzem haben dort gelebt und immer noch ihre Kultur gepflegt. Aber jetzt ist diese Ethnie von Aussterben bedroht, weil, wie schon erwähnt wurde, durch die klimabedingte Probleme und durch die Austrocknung, diese Ethnien mussten viele migrieren. Also, das ist die Titicaca-See, die Erklärung, warum so passiert ist. Die Titicaca-See fließt mit dem Desaguadero-Fluss nach Titicaca, nach Popo-See. Das Problem ist, dass in den anderen Gebieten, wie schon gezeigt wurde, in der Karte habe ich gesehen, dass Austrocknen bezeichnet den anderen Gebieten. Und genau das passiert hier. In diesen sind viele Faktoren dabei. Einmal hier die Desaguadero-See, das 300 Kilometer Unterschiede. Und dann gibt es keine großen Unterschiede. Da oben könnt ihr euch vorstellen, sind vielleicht 100 Meter oder 160 Meter Unterschiede vom Popo-See bis zum Titicaca-See bis Popo-See. Und dann diese Fluss wurde von diesem Fluss durch die Vertrocknungszeit und die Veränderung des Klimas, also da gab es Mangel an Wasser. Die Gemeinde hier auf jeden Fall für den Anbau von Quinoa oder Kartoffel, was ganz typisch ist, da oben, haben sich Wasser da entnommen. Und außerdem, das Bergbau spielt eine große Rolle, weil zu diesem See kommen viele Abflüsse von den Minen. Also meine Mine zum Beispiel, wo ich gewesen war, wir hatten 6 Minen und alle die ganze Zeit, was meine Kindheit kann mich erinnern, wurde immer die Abwasser sozusagen im Fluss getan und das ist immer wieder zu Popo-See gekommen. Und sozusagen diese See wurde mit der Zeit immer salziger und ist 2015 gekommen, wo das Klima ist so wärmer geworden und mussten viele Tiere sterben und diese Ethnie war gezwungen auszuwandern. Also viele sind ausgewandert von dem Gebiet und wie schon erwähnt wurde, sind die Menschen, die wirklich von dem Jagd und dann von den Fischerei gelebt haben und mussten die auswandern und weggehen. Aber wohin? Das Problem waren Generationen. Generationenweise haben dort gelebt und konnten nie anderes als fischen und jagen. Und ihre Kultur war gewurzelt, also dort in dem Ort. Und viele mussten wieder mal in den Minen gehen, wo schon wir viele Probleme gehabt haben. Oder in den Salzsee, wo neue Arbeitsquellen entstanden sind. Aber von dieser Arbeit hatten keine Ahnung gehabt, hatten keine Verbundenheit zu dieser Kultur von anderen Teilen von Bolivien. Das ist eine Tragödie, würde ich sagen, nicht nur für Bolivien, sondern für die ganze Menschheit. Und die Folgen sind vielfältig. Also das Phänomen El Niño, da wurde schon gesprochen. Und dass man sind extreme Wetterverhältnisse in Bolivien, vor allem da oben. Es ist sehr warm am Tag. Die Sonne scheint ganz stark, es ist wenig Wasser und in den Gipfeln an den Anden, wo meistens das Wasser kommt, werden immer geschmolzen und es wird immer weniger Wasser für diese beiden Seen. Und wenn weniger Wasser gibt, viele Menschen hier, sowohl in Titicaca-See als auch im Popo-See, werden sich das Wasser weiternehmen und Titicaca-See ist auch genauso bedroht. Weil hier ist noch anderes Land, Peru. Wir haben keine Grenze mit Peru hier. Und am Rande
von Ikakase Living auf. Und da gibt es große Städte, in der Nähe gibt es El Alto, von Alto Staat, 1 Million Menschen leben da, in den Peru, in Juliaca oder Puno, hier am Rande direkt, leben 150.000 Menschen. Und das ist Abwasser von diesen Städten, kommen direkt an den Ikakase. Und natürlich bilden sich viele Sedimente und diese Sedimente füllen diesen Fluss aus und irgendwann ist es getrocknet, kommt ganz wenig Wasser zum Ikakase, was jetzt ausgetrocknet ist komplett. Und genau, so hier, habe ich schon gesagt. Und jetzt kommt eine, wie das übliche Entwicklung hier in Deutschland und in Industrieländern gesehen, es geht um Lithiumabbau. Also es ist klar, dass in einem Land hier, ich habe gemerkt, dass viele Werte draufgelegt von der Politik, eine nachhaltige Lebensweise zu entwickeln, indem man, also hat man dieses Wort gegründet hier, erst einmal habe ich gehört, Energiewende. Die Energiewende sollte mit regenerativer Energie und Elektromobilität vor allem gehört werden. Und dafür habe ich gemerkt, dass für die Entwicklung und für die Entwicklung dieser Technologien, moderne Technologien auf jeden Fall, habe ich gesehen, dass hier in Deutschland eine gute Möglichkeit besteht, dabei einen guten Markt zu entwickeln. Weil gute Märkte sind, ich habe gemerkt, die Industrieländer, also die Technologien, die saubere Technologien zu verkaufen, ist eine gute Wettbewerbsfähigkeit für Deutschland. Und dabei aber spielt eine große Rolle Lithium. Lithium ist ein Schlüsselrohstoff für die Entwicklung von Elektromobilität und der regenerativen Energie. Die Speicherungstechnologie spielt eine große Rolle. Und dabei ist es klar, die hier in Deutschland, die Politik unterstützt gewaltig mit Subventionen den Abbau der regenerativen Energie von einer Seite und von anderer Seite die Politik unterstützt gewaltig die Unternehmen, die Konzerne, die international tätig sind und versuchen verschiedene Rohstoffe, darunter Lithium, auf günstige Weise zu besorgen. Und kommt das hier und da spielt Lithium eine große Rolle. Und nochmal, was ich gesagt habe, wenn ich mit dabei bin, gesehen, ja, dieses Smartphone, ja, die Bienenenergie, und wird hier gesammelt und dann irgendwann intelligent genutzt. Und ein gutes Beispiel hier ist dieses Auto, kennt alle sicher, ist es ganz bekannter, die Elektromobilität, also das ist von Tesla, ein Modell von Tesla, und Tesla treibt voran. Und Lithium kommt, nochmal ein Beispiel, ohne die Computer zu nennen und die Handys, das wir jeder hat heutzutage und die alte Batterien dabei reingesetzt. Und das kommt von den Teilen hier und momentan das größte Salzsee der Welt befindet sich in Bolivien. Das heißt im Juni und das ist hier. Und die ganze Welt, also aus unserer Sicht als Bolivianer, betrachten wir uns jetzt, dass die ganze Welt guckt auf uns wegen unserer Rohstoffe. Am Anfang an war Potosí. Potosí ist ein bekanntes Beispiel für die Ausbeutung von Südamerika. Potosí ist auch eines da. Da befindet sich hier auch in dem, wo die Spanier im 17. Jahrhundert so viele Silber gewonnen hat, dass man gar nichts hier geblieben ist. Und wieder mal zum Potosí gekommen, wie das Lithium abbauen. Eine Hoffnung von Umgebung, das wird gesagt von unserer Präsidentin immer wieder, mit vielen Folgen dabei. Also das ist die drei Länder, was ich gesagt habe, darunter Carina kommt aus Argentinien und hier befinden sich die drei größten Salzsee, weil Lithium wird abgebaut, es gibt in Gestein und in Salzsee eben. Und hier sieht man die größten Salzsee, also Bolivien ist die größte Salzsee, 10.500 Quadratkilometer ungefähr. In Sachsen bin also hier sind die Hälfte von Sachsen ungefähr, könnt ihr vorstellen. Und Argentinien im oberen Bereich von den mehreren Salzsee, was gibt es dort? Und in Atacama in Chile 3.000 Quadratkilometer. Und die Menschen, die da sind, ist ganz wichtig, ungefähr in Juni Peking leben 45.000, das ist fast ein Stadion, muss ich ja sagen. Und in Argentinien
Versinen im Volker leben und durch den Lithiumabbau sozusagen betroffen sind. Genauso in Chile, viele andere ethnische Völker auch betroffen, momentan und leben gemeinsam mit dem Abbau von Lithium. Mehr traditionellen Lithiumabbau hat Chile und Argentinien und Bolivien ist gerade dabei, aber bei uns liegt die große Hoffnung von der Industrie und zeigen, okay, wenn der Lithiumabbau hier zu Ende geht, wir haben noch eine Reserve. Und sieht so aus, eine Salze, viele Deutsche sind in Bolivien gewesen, habe ich mal wieder gesehen und gehört. Und sieht so aus, genauso in alle Länder, immens. Und darunter liegt ein Buch, das ist eine Darstellung. Und hier unten gibt es dieses salziges Lösen. Und von hier wird abgepumpt, in großen Verdampfungsbecken hier. Und dann das Rad verdampft. Und wieder mal, und es wird dafür Lithiumcarbonat gewonnen. Und Lithiumcarbonat kommt hier und wird zur Batterie gebaut. Und das ganz voreingeschritten in Chile, in Argentinien. Und das Problem dabei ist, dass Lithiumabbau eine sehr, sehr wasserintensive Branche ist. Kann man sehen, wie in meinen Minen, wo ich gewesen war, dass man die Folgen von dem Rohstoffabbau sehen könnte. Also hier sieht man nichts, aber das Wasser wird abgepumpt und ja, haben so, ist jetzt eine Tonne Lithium, also 2 Millionen Liter Wasser. Das Problem ist, dass dort gibt es ein hydrologisches Gleichgewicht und die Wasser wird zerstört. Und die Ausbeute ist wirklich ganz wenig. 0,1 kann man berechnen. Ja, ein Liter Salzsauge ungefähr so wird gewonnen. Also es wird gesagt, Lithiumabbau ist eine sehr intensive, wasserintensive Branche, dass man nicht sehen kann. Und, aber momentan die Bolivien sind ganz scharf drauf. So sieht immer noch die Bolivien, also sind sie da in diesen Gebieten befinden, sind viele Flamingos da, die gut finden, hierher zu kommen und sich ernähren können, sind verziehenden Formen, die sich ernähren können und immer wieder sind da, genau in Chile, Argentinien. Und diese ganz empfindliche Ökosystem wird langsam sozusagen zerstört. Und was getroffen wird, sind diese feuchten Gebiete, wo wir unsere typischen Tiere haben, Lama, Alpaka, Vicuña und vor allem jetzt, das am Rande der Salze wächst, ist Quinoa. Quinoa ist bekannt hier geworden, immer bekannter als in der Vergangenheit. Quinoa gibt es in verschiedenen Formen. Und das beste Quinoa kommt eben von am Rande von Salze, weil eben dort die Böden werden sehr reich sozusagen und deswegen die beste Quinoa. Der Export wird hier angebaut mit vielen Klimaproduzenten weltweit, aber Bolivien hat diese Vorteile und wir haben diese komparativen Vorteile. Bolivien könnte Klima exportieren in großen Mengen, aber gibt es heutzutage schon einen Konflikt vor Ort, zeichnet sich ab zwischen Lithiumabbau oder sollen unsere Quinoa-Anbau mehr unterstützen. Und dann, und da, wenn Lithium abgebaut wird, viele Behörden, dass diese feuchte Gebiete und die alle Ökosysteme und vor allem auch das Quinoa-Anbau ganz betroffen werden. Es ist genauso geht in Argentinien und Chile. In Chile kann man schon die Folgen sehen. Und große Mengen an Wasser werden auf den System entnommen, die Folgen, die sind das gleiche Licht. Wird verändert und gestört. Ja, der Grundwasserspiegel geht runter und damit das Leben geht uns weg, das wird gesagt vor Ort. Und auf mittlerer und längere Sicht mit Sicherheit in den vor Ort wird sich genauso abbilden, diese Probleme von Migration, die ich in Popose gezeigt habe. Das ist ein kleines Beispiel, wie illustriert, wie die Problematik
weltweit aussieht. Genauso sieht es sicher in anderen Teilen der Welt, in Afrika, in Asien. Aber das wollte ich euch meine Beispiele aus Bolivien, aus meinem Ort bringen. Und ich hoffe, das hat ein bisschen illustriert, die Situation illustrieren können. Da ich bedanke mich und ich kann zeigen, das ist ein in Bolivien sehr vorangeschritten, zum Beispiel gibt es Subatamaña heißt, die Bolivien. Wir wollen zu unserer Wurzel zurück und in dem Sinne, es ist in unserem Parlament, könnt ihr sehen, ganz besonders die Uhr läuft zum politisch gewollt zurück. Läuft umgekehrt, habt ihr gesehen. Und das heißt, politisch gewollt, wir wollen unsere Zukunft ist unsere Wurzel, wir zurück zu unserer Vergangenheit. Hoffentlich kriegen das hin, ist nicht so einfach, politisch ist gewollt und in diesem Sinne würde ich mich bedanken.